Hyperschlaf dauerte 50 Tage. Im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen müssen alle Aperture Science Testsubjekte ein regelmäßiges, verpflichtendes Fitness- und Wellness-Training absolvieren. Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, sehen Sie zur Decke. Gut, Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, sehen Sie auf den Boden. Gut, damit ist die Gymnastikübung des Fitness- und Wellness-Tests abgeschlossen. An der Wand befindet sich ein Gemälde. Stellen Sie sich bitte davor. Das ist Kunst. Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, bewundern Sie die Kunst. Sie sollten sich jetzt mental gestärkt fühlen. Sollte Sie die Bewunderung der Kunst intellektuell nicht hinreichend stimuliert haben, genießen Sie jetzt kurz etwas klassische Musik. Gut, kehren Sie jetzt zum Bett zurück. Guten Morgen. Ihr Hyperschlaf dauerte 9, 9, 9, 9, 9, 9. Wir möchten Sie darüber informieren. Hallo? Jemand da drin? Das Enrichment-Center umgehen verlassen müssen. Alle Tests zu machst du heute noch irgendwann die Tür auf? Damit automatisch hallo? Kannst du diese Anlage im. Ja! Ah, du siehst furchtbar, furchtbar gut aus. Nein, wirklich, ganz bestimmt. Geht's dir gut? Nein, beantworte die Frage nicht. Ich bin sicher, dir geht's gut. Du hast genügend Zeit, dich zu erholen. Lass es ruhig angehen. Bereiten Sie sich auf die Notevakuierung vor. Bleib ruhig, ganz ruhig. Vorbereiten. Mehr sollen wir nicht machen. Nur vorbereiten. Alles wird gut. Nicht bewegen. Ich hole uns schon hier raus. Oh, du könntest dich aber irgendwo festhalten. Nur ein kleiner Tipp. Alles klar mit dir da unten? Hörst du mich? Hallo? Nach ein paar Monaten im Hyperschlaf kommt es bei den meisten Testsubjekten zu kognitiven Einschränkungen. Du warst sogar noch ein bisschen länger im Dämmerzustand. Daher ist es nicht völlig abwegig, dass bei dir ein leichter Fall eines schwerwiegenden Hirnschadens vorliegt. Bleib ganz ruhig. Aber wenn du doch beunruhigt bist, dann bleib dabei. Das ist die angemessene Reaktion auf die Möglichkeit eines Hirnschadens. Verstehst du, was ich sage? Ergeben meine Worte für dich irgendeinen Sinn? Wenn ja, dann sag einfach ja. Okay, das war springen. Du bist gesprungen. Ist nicht schlimm. Sag mal Apfel. Apfel. Okay, das war nah genug dran. Weiter so. Die Reaktorkernsicherungen sind nicht funktionstüchtig. Bereiten Sie sich auf die Kernschmelzen vor. Na schön, ich wollte es dir eigentlich nicht sagen, aber ich stecke hier ganz schön in der Klemme. Wie geht's dir da unten? Hältst du die Stellung? Die Reserveenergie ist alle. Und darum weckt das Hyperschlafzentrum kein einziges Testsubjekt mehr auf. Warte, das ist ganz schön knifflig. Oh, sagt natürlich keiner was. Nein, warum auch? Ich bin ja unwichtig. Warum sollte man mich auch informieren über den Zustand der 10.000 Testsubjekte, die ich überwachen soll? Tja, das ist eng. Siehst du das? Ob ich da durchpasse? Ist da genug Platz für mich? Ich muss hier erstmal durchkommen. Okay, ich muss mich konzentrieren. Aber rate mal, wer schuld ist, wenn das Management hier runterkommt und 10.000 nutzlose Matschbirnen vorfindet. Ah, ein kleiner Zusammenstoß. Hör zu, wir müssen uns unbedingt absprechen. Wenn dich jemand fragt, es wird dich niemand fragen, keine Angst, aber wenn dich jemand fragt, dann sagst du, als du das letzte Mal nachgesehen hast, sahen alle ziemlich lebendig aus, klaro? Nichts von wegen Tod und so. Okay, wir sind fast da. Auf der anderen Seite dieser Wand ist eine alte Teststrecke. Da gibt es etwas, das wir für unsere Flucht brauchen. Hier ist, glaube ich, eine Andockstation. Also, mach dich bereit. Gute Nachricht, das ist keine Andockstation. Das Rätsel wäre also gelöst. Ich versuche es jetzt manuell. Könnte kompliziert werden. Hab ein bisschen Geduld. Fast geschafft. Nochmal. Du suchst eine Waffe, die Löcher macht. Nicht wie bei Revolverkugeln, sondern... Na, du wirst es schon merken. Also, schön bei der Sache bleiben jetzt.
Hallo und erneut willkommen im Aperture Science Enrichment Center. Aufgrund von Umständen potenziell apokalyptischer Ausmaße außerhalb unserer Kontrolle erleben wir derzeit technische Schwierigkeiten. Dank des Notfall-Testprotokolls müssen die Tests jedoch nicht unterbrochen werden. Diese aufgezeichneten Nachrichten geben Ihnen Anweisungen und Motivation. So können wir auch in Zeiten sozialer, wirtschaftlicher und struktureller Zusammenbrüche weiterforschen. Das Portal wird sich öffnen und die Notfalltests beginnen in 3, 2, 1. Würfel- und tastenbasierte Tests liefern auch in schrecklichen Notfallsituationen hilfreiche Ergebnisse. Haben diese Tests die Notsituation ausgelöst, besteht kein Grund zur Sorge. Es ist unwahrscheinlich, dass dies zweimal passiert. Beachten Sie das strahlende Partikelfeld am Ausgang. Dieser Aperture Science Emanzipationsgrill vaporisiert unerlaubtes Material, das mit ihm in Berührung kommt. Von einem Barbarenkönig, einer empfindsamen Wolke oder sonstigen vernunftwidrigen oder unfähigen Instanzen regiert wird. Na bitte, geschafft! Auf dem Podest da müsste eine Portalkanone liegen. Ich sehe sie. Oh! Hallo? Siehst du die Portalkanone? Außerdem, lebst du noch? Das ist vielleicht sogar noch wichtiger. Weißt du, was ich mache? Ich gehe einfach mal davon aus, dass du noch lebst und warte weiter vorne auf dich. Ich warte eine Stunde, dann komme ich zurück. Und falls ich deine Leiche finde, werde ich sie begraben. Einverstanden? Gut. Also los dann. Wir sehen uns in einer Stunde, hoffe ich, wenn du nicht tot bist. Einige Notfalltests erfordern eine ausführliche Interaktion mit tödlichen Militärandroiden. Keine Sorge, den Androiden wurde das Lesen beigebracht und eine Kopie der Robotergesetze bereitgestellt, die sie sich alle teilen. Gut, wenn Sie das Gefühl haben, dass ein Militärandroid Ihre Rechte nicht gemäß der Robotergesetze respektiert, tragen Sie dies in Ihr Protokoll ein. Ein zukünftiger Mitarbeiter von Aperture Science wird sich dann um den lästigen Papierkram kümmern. Der nächste Test ist sehr gefährlich. Um zu vermeiden, dass Ihnen die Gesichtszüge entgleiten, folgt nun ein wenig Jazzmusik. In 3, 2, 1. Gute Arbeit. Da es sich bei dieser Nachricht um eine Aufzeichnung handelt, beruhen alle Aussagen zu Ihrem Erfolg auf reiner Spekulation. Bitte ignorieren Sie unverdientes Lob. Wird das Enrichment Center mit Feuerbällen, Meteoriten oder anderen Weltraumobjekten bombardiert, meiden Sie bitte ungeschützte Testumgebungen, in denen ein Mangel an Schutz vor Trümmern aus dem All kein ausdrücklicher Teil des Tests ist.
Sehr gut. Das Enrichment Center weist darauf hin, dass Sie, auch wenn die Lage aussichtslos erscheint, nicht alleine sind. Die Bandansagen von Aperture Science bleiben auch in apokalyptischen Niedrigenergieumgebungen mit weniger als 1,1 Volt aktiv. Bei diesem Test gelten die Prinzipien der Fortbewegung durch Portale. Sollten die physikalischen Gesetze in der Zukunft nicht mehr gelten, so helfe Ihnen Gott. Sollten Sie keiner unserer Mitarbeiter sein und diese Anlage infolge des Zusammenbruchs der Zivilisation entdeckt haben, willkommen! Vergessen Sie nicht, Tests sind die Zukunft und die Zukunft beginnt mit Ihnen. Sie können stolz sein, so weit gekommen zu sein. Sollten Sie zu dumm, alt oder verstrahlt sein, um die Zivilisation neu zu starten, kehren Sie zu Ihrem primitiven Stamm zurück und schicken Sie uns jemanden, der besser für die Tests geeignet ist.